Ich bin allmächtig. Sie hatten einen Unfall. Ihr Fahrzeug ist zerstört. Oh, danke für Ihre Hilfe. Ich begleite Sie gerne in die nächste Stadt. Aber vorher muss ich einige Männer töten. Oh, ich verstehe. Sind Sie Ihre Feinde? Banditen. Sie halten hier in der Nähe den Brunnen besetzt. Den Brunnen? Wozu? Ich weiß es nicht. Aber sie haben mir Wasser aus einem Brunnen verweigert, zu dem mein Volk schon immer freien Zugang hatte. Zufällig will ich auch dorthin. Darf ich fragen, warum? Für Sie ist das nicht mehr als ein Loch in der Wüste von Ahaggar. Ich bin Archäologin. Ich glaube, in der Nähe dieses Brunnens ist eine bisher unentdeckte ägyptische Grabstätte. Oh. Es ist Ihnen klar, dass Ägypten viele tausend Kilometer östlich von hier liegt. Ja, das ist mir bewusst, aber die Spuren, die ich habe, führen hierher. Möglich wäre es wohl. Ja, das dachte ich auch. Ich werde jetzt aufbrechen. Sie können hier bleiben. Ich komme später zurück. Ist gut, danke. Passen Sie auf sich auf. Banditen an meinem Brunnen? Das muss ich sehen. Das muss der Ort sein. Ich suche eine archäologische Stätte hier in der Nähe. Keine Stätte, nichts! Weg! Gehen Sie oder ich erschieße Sie!
Wer sind diese Leute? Wer sind Sie? Ich bin ein einfacher Tagi. Ich muss diese Männer töten. Sie haben den Zugang zu einem Brunnen versperrt, den mein Volk immer benutzt hat. Besser, Sie verschwinden hier. Mag sein. Aber jetzt bin ich nun mal hier und ich bleibe. Ich habe hier etwas zu erledigen. Ich kann Sie nicht beschützen. Zuerst muss ich diesen Unrat verstecken. Kein Problem. Ich komme schon klar. Vor einer Minute kamen Sie nicht klar. Bitte machen Sie sich um mich keine Sorgen. Ich bin jetzt ein großes Mädchen. Seien Sie auf der Hut. Thank you.
hallo. Hä? Willkommen in der Illusion. Das hier ist eine Illusion? Ein Traum, wenn Ihnen das lieber ist. Es gibt natürlich Leute, die behaupten, alles wäre nur ein Traum. Tja, es wurde aber auch Zeit, dass Sie auftauchen. Sehen Sie nur, wie ich aussehe. Sie sehen schon etwas entwirrt aus. Wer sind Sie? Ich bin Ihr persönlicher Psychopomp. Sie sollten sich geehrt fühlen. Psychopomp? Heißt das, Sie erwürgen mich oder saugen mir das Blut aus? Für Sex haben wir keine Zeit. Sie müssen sich an die Arbeit machen. Hier, nehmen Sie das. Ich habe einen hölzernen Vogel auf dem Boden gefunden. Das arme Tier. Ob es je wieder hier herausfliegt? Wohin führt der Gang? Sie müssen mir auf die Sprünge helfen. Sie erinnern sich nicht? Vielleicht fällt es mir ein, wenn wir dort sind. Mich interessiert diese Sache mit der Illusion. Das wird Ihnen gut gefallen. Davon bin ich überzeugt. Erzählen Sie mir mehr. Sehen Sie, das ist eine Prüfung, ein Übergangsritus, um zu prüfen, ob Sie würdig sind, Um was? Wissen Sie was? Ich habe alles völlig vergessen. Es ist schon so lange her. Sehen Sie sich meine Bandagen an. Mein Gesicht muss schrecklich aussehen. Ihr Gesicht sieht fabelhaft aus. Sie müssen sich an irgendetwas erinnern. Sie sollen mich doch psychopumpen. Erinnern Sie sich? Pomp, ich bin Ihr Psychopomp. Ich bin Ihr allwissender Begleiter. Ich erkläre Ihnen Ihre Aufgabe. Das gefällt mir. Was mache ich als nächstes? Ausgezeichnete Frage. Erinnern Sie sich an diesen steil ansteigenden Gang? Wollen wir ihn versuchen? In dem kleinen Kästchen, das Sie mir gegeben haben, ist ein Skarabäus. Wie herrlich! Der Zyklus des Todes und der Wiedergeburt und so weiter. Lassen Sie mich nachdenken. Er stirbt, nicht wahr? Naja, besonders munter sieht er nicht aus. Das habe ich mir gedacht. Sie werden diesen Skarabäus noch brauchen, also nicht verlieren. Oh ja, das ist viel besser. Na dann steigen Sie ein. Wie fliegt dieses Ding? Oh, keine Bange. Es ist völlig absturzsicher. Ich habe es schon tausendmal versucht. Nein, ich meine, was treibt es an? Nun, die Götter natürlich. Manchmal mache ich mir Sorgen um Sie, kleine Schwester. Was ist das für eine Welt? Langsam fällt es mir wieder ein. Sie haben Aufgaben zu erfüllen. Sagen Sie mir welche. Tja, sehen Sie, es ist alles noch sehr vage. Was ich spüre, ist eine Wiedergeburt. Sie spüren eine Wiedergeburt? Wie das denn? Ich spüre, dass Ihr Auftrag mit einer Wiedergeburt zu tun hat. Ich wünschte, es wäre meine, aber irgendwie glaube ich das nicht. Es kann auch nicht meine sein. Ich bin nicht tot. Es könnte sich um etwas Spirituelles handeln, nehme ich an. Aber das werden wir nicht durch Herumtrödeln herausfinden, nicht wahr?